Schlappe Leute und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video und der Hype ist real. Das Team of the Season ist da und wir werden dazu ein paar Packs ziehen. Ich habe 800.000 Coins auf meinem Account, weil ich mein Team so fast ganz verkauft habe und wir beginnen jetzt einfach mal mit einem 35k Pack zum Team of the Season. Es ist ja das most consistent Team of the Season am Start und noch eins aus der aus England, ein Team of the Season. Das ist jetzt aber nicht so interessant. Wir interessieren uns da eher für Spieler wie zum Beispiel Chiellini, wie Oblak und wie zum Beispiel auch Courtois mit einem 94er Rating. Da sind richtig kranke Karten dabei und da wollen wir heute auf jeden Fall eine Karte ziehen. Come on, wir werden jetzt einfach so circa 200.000 Münzen runter. Ziehen. Das ist nicht wenig, vor allem weil das alles erspielte Coins sind, für diese Coins habe ich sehr, sehr lange gebraucht und es ist ein Schlitz. Es ist ein Schlitz, es ist zwar kein Team of the Season, aber es ist ein Schlitz und wir ziehen Argentinien, ZM und das ist Pastore mit einem 83er Rating. Ja, was ich sagen wollte, die Coins sind natürlich ziemlich wertvoll für mich, weil es halt keine gekauften Coins sind, sondern wirklich meine eigenen Coins. Und ihr könnt mir jetzt auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Team of the Season gezogen habt. Wäre absolut genial, wenn ihr zum Beispiel eben Courtois gezogen habt, denn der ist auf jeden Fall auch nicht wenig wert. Und wir ziehen einen weiteren Schlitz. Brasilien, RV, Dani Alves mit einem 84er Rating. Nehme ich jetzt mal so mit, sage ich einfach mal. Und Jungs, jetzt kommen die Special Packs. Ja, ihr kennt mich, ich mache da immer so Packler-Hut-Packs und so. Und damit haben wir zum Beispiel auch schon Gareth Bale in Form gezogen. Dann Gareth Bale normal haben wir damit schon gezogen. Wir haben mit dem Packler-Hut übrigens auch letztes Jahr Team of the Season Hazard und Team of the Season Hamsik in einem Pack gehabt. Jungs, der Packler-Hut ist da und ein Nose-Pack ist auch da. Und das ist jetzt einfach ein Team of the Season auf Ansage. Das ist jetzt einfach... Okay, alles klar. Gut, vergessen wir das, Jungs, vergessen wir das. Dann habe ich noch was weiteres vorbereitet und zwar ein sogenanntes Das Headset ist größer als mein Kopf-Pack. Ja, ich nenne das jetzt einfach mal so. Und zwar habe ich mir ein Headset gegönnt. Um eben auch schönen Game-Sound hier zu hören, vor allem auch für Fortnite und so. Und jetzt ziehen wir mit dem Headset einfach, was alles klappt. Perfekt, Alter, EA ist richtig am Gönnen. Ich habe jetzt schon fast 200.000 Coins runter. Ja, 30.000 haben wir noch. Ich würde sagen, ein Pack öffnen wir noch. Noch ein 35er. Und hoffen, dass es mit dem sogenannten Sommersonnen-Pack-Lakut. Mit dem ziehen wir was. Alter, Jungs. Könnte ich bei Germany's Next Topmodel mitmachen? Ich glaube schon. Aber das ist ein anderes Thema, Alter. Ja, bald werden Germany's Next Topmodel Videos kommen. Ganz klare Sache. Und ja, da ziehen wir natürlich noch einen Schlitz. Ja, der Hut hat auf jeden Fall hier das Glück mitgebracht. Österreich, Alaba. Oh mein Gott. Ja, Mann, Alter. Alaba ist nice. Alaba ist richtig nice. Das ist nochmal geil. Das ist nochmal ein richtig schöner Abschluss für dieses Pack-Opening. Sonst wäre es ein bisschen Lash gewesen, aber so... Kann man mitnehmen, Jungs. Schreibt mir, wie gesagt, auch gerne in die Kommentare, ob ihr einen Team of the Season gezogen habt. Ich hoffe es einfach, weil wieso nicht, ja? Wieso mal nicht gönnen? Also ich gönne euch auf jeden Fall ein paar Team of the Seasons. Ich habe jetzt erstmal keine gezogen. Vielleicht wird auch noch ein weiteres Team of the Season Pack Opening kommen. Und was auch kommen wird, es werden SBCs kommen zum Team of the Season. Teilweise tradable, teilweise untradable. Und da werde ich versuchen, SBC-Lösungen für euch rauszuhauen. Ja, wir bekommen mit Alaba nicht mal mehr die 35.000 rein, weil der Markt einfach komplett gecrashed ist. Und ja, Mann, damit war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich möchte jetzt nochmal kurz genau nachschauen, was so ein Chiellini oder so ein Courtois kostet. Denn das interessiert mich jetzt schon brennend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir gehen hier zum Beispiel mal rein, Chiellini geben wir ein. Der hat ein 94er Rating, glaube ich. Wir schauen da mal. Alter, ist der teuer. Oh mein Gott, what? 1 Million kostet der. Ich meine, der hat unfassbar kranke Werte, aber 1 Million. Ja, okay, das ist wahrscheinlich auch wirklich der teuerste, nehme ich jetzt mal an. Denn Courtois ist ein Keeper und Keeper sind meistens nicht so teuer. Und das ist eine nice Karte. Das ist eine richtig nice Karte und da kann man sich auch überlegen, so eine Karte vielleicht mal ins Weekend League Team reinzuhauen. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Mal wieder ein FIFA-Video. Wie gesagt, Jungs, ich spiele schon noch FIFA. Aber ich habe ein bisschen den Reiz verloren. Aber mit dem Team of the Season ist der Reiz schon wieder ein bisschen weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich auf SBCs, ich freue mich auf weitere geile Packs. Und dann war es von meiner Seite aus, Jungs. Ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch viel Glück und viel Pack-Luck beim Team of the Season. Dann haut rein, Jungs. Habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.